Die EZB schickt den Euro in den Keller und hatte wohl gar keine Alternative dazu, auch wenn das ziemlich teuer wird. Denn wenn die Fed die Zinsen nicht senkt und die gestrigen Inflationsdaten aus den USA, die waren ja ziemlich eindeutig und belegen, dass man die Zinsen nicht senken kann, absehbar. Dann war die Frage, wird die EZB das tun, was sie immer tut, nämlich der Fed zu folgen? Wir erinnern uns, 2022, da hat die Fed bereits im März 2022 die Zinsen angehoben. Die EZB hat noch gesagt, Inflation ist doch transitory, vorübergehend, um dann doch umzuschwenken und im Juni 2022 dann auch die Zinsen anzuheben. Also war heute die Frage in Sachen EZB, wird man das Gesicht verlieren und plötzlich jetzt umschwenken und sagen, wie, wir haben doch nie von Zinssenkungen gesprochen, niemals auch nur etwas angedeutet. Dann allerdings hätte man ein Stück weit eben einen Gesichtsverlust erlitten und würde als Anhängsel der Fed gelten, sodass man nicht mehr ernst genommen wird von den Märkten. Oder man musste durchziehen, und genau das hat die EZB und das hat auch Christine Lagarde gemacht, mit den Folgen, die sich daraus ergeben. Denn klar ist, wenn in der Eurozone die Zinsen sinken und die sind ja schon niedriger als etwa in den USA. Aber wenn die jetzt sinken in den USA, aber nicht sinken, dann wird die Zinsdifferenz immer größer. Dadurch gibt es wenig Anreize, im Euro zu bleiben. Das wiederum bedeutet, dass der Euro schwächer wird. Das hat eine Konsequenz, nämlich die Importe, die die Eurozone tätigt, nämlich Rohstoffe, vor allem Öl und all diese Dinge, Benzin. Die werden wieder teurer, ein schwacher Euro macht sich bemerkbar, wenn du in Dollar fakturierte Rohstoffe kaufen musst. Das ist das eine. Das andere ist aber, dass natürlich der Euroraum für Anleger uninteressanter wird, wenn hier sozusagen die Zinsen sinken, woanders aber nicht. Dann geht man eben woanders hin und woanders ist der Dollarraum. Dementsprechend verstärkt sich diese Bewegung, diese Flucht aus dem Euro, die Bewegung rein in den Dollar. Die Folge, der Dollar wertet weiter auf, der Euro wertet weiter ab und so weiter und so fort. Und das ist jetzt die Gemengelage, vor der wir stehen, an einem Tag, wo wir auch die Erzeugerpreise aus den USA gesehen haben. Und die waren so dreist manipuliert, dass es fast schon peinlich ist, muss man sagen. Warum, wieso, will ich gleich zeigen. Wir starten aber erstmal mit der EZB, und die Commerzbank hat das gut erfasst. Die EZB hat faktisch gesagt, im Juni sinken die Zinsen. Bei der Commerzbank hält man das für ein Problem. Die EZB wird das ungelöste Inflationsproblem nicht ignorieren können. Denn wir haben hier vor allem wieder stark steigende Löhne. Das hat Lagarde heute runtergeredet. Wenn wir uns mal die Lohnabschlüsse heute Lufthansa-Personal anschauen, Bahn und so weiter, zumindest hier in Deutschland, dann sehen wir, wie massiv diese ganze Geschichte steigt. Der unterliegende Inflationsdruck ist da. Der zieht wieder an, wie die Commerzbank hier in diesem Chart auch zeigt. Und warum hat die EZB heute, oder wie hat sie das gemacht, diese Zinssenkungs Ankündigung für den Juni? Erstens hat man weggelassen, dass die Zinsen ausreichend lange hoch sein müssten, um ihre Wirkung zu entfalten. Das war ein Signalwort, wir werden absehbar die Zinsen nicht senken. Dadurch, dass dieses Signalwort ausreichend lange plötzlich weggefallen ist, hat sie praktisch diese Zinssenkung angekündigt und hat das dann nochmal konkretisiert. Wenn die im Juni vorgelegten Projektionen zu Wirtschaft und Inflation es hergeben, dann wolle man die Zinsen senken. Man hat also erstmal so richtig direkt gesagt, wir wollen die Zinsen senken. Lagarde hat dann auch gesagt, ja, die allermeisten EZB-Mitglieder, die wollten warten bei einer Zinssenkung auf den Juni. Also da gab es ja schon vor allem Vertreter der Südländer, die jetzt schon die Zinsen senken wollten. Und dann hat sie eben auch mehrfach klar gemacht, nein, nein, wir sind nicht abhängig von der Fed. Wenn die Fed nichts senkt, dann machen wir unser Ding. Mir sei mir sozusagen. Faktisch wissen wir, dass das nicht ganz so einfach ist. Hier sehen wir nochmal den Vergleich zwischen den CPIs, also den Inflationsdaten. Und wie gesagt, Jörg Krämer sagte, schaut euch die unterliegende Inflation an, die Kerninflation an, also ohne Energie und Nahrungsmittel, dann sehen wir hier wieder einen Anstieg. However, wie die Gefahren liegen, glaube ich, woanders ist, wenn wir nochmal zur Inflation kommen, ebenso, dass wir zum Beispiel bei der Kerninflation haben wir analysiert, in der Eurozone um und bei 2%, die Amerikaner haben das Doppelte, nämlich 4%. Die Amerikaner haben null Grund, die Zinsen zu senken. Die EZB hat diese Gründe. Schwache Wirtschaft, geringere Inflation, das sind zwei sehr, sehr gute Gründe. Und die Folge ist das, was
ich anfangs angedeutet hatte, der Euro verliert. Der war gestern noch vor den US-Inflationsdaten bei 1,860. Dann kamen diese heißen US-Inflationsdaten, Euro nach unten, dann seitwärts und jetzt weiter nach unten. Wir haben heute schon geflirtet mit der Marke von 1,07 und unten in diesem Chart, der ein bisschen längerfristig ist, sehen wir, wir sind jetzt auf dem tiefsten Stand seit Mitte Februar, ein wichtiges Unterstützungsniveau, diese Zone um 1,07. Mal sehen, ob der Euro die vorerst verteidigen kann. Aber, und das war auch das, was ich anfangs gesagt hatte, Kapital fließt aus dem Euroraum ab. Wenn Sie zum Beispiel jetzt amerikanischer Investor sind, amerikanischer Hedgefonds oder was weiß ich, dann sagen Sie, Mensch, Europa ist ja viel günstiger. Das war so ein Trend in letzter Zeit, der auch dazu geführt hat, dass der DAX ziemlich gut gelaufen ist. Jetzt aber müssen Sie damit rechnen, dass wenn Sie aus dem Dollarraum den DAX oder in DAX-Unternehmen sich investieren, der Euro abwerten wird. Das kann man dann vielleicht machen, indem man Absicherungen, Hedges, Währungsabsicherungen noch mit einbaut, aber die sind ziemlich teuer. Also sagen viele, erstens die Renditen hier sind niedriger, die werden absehbar, wird die Zinsdifferenz noch größer zwischen den USA und der Eurozone. Da brauche ich jetzt nicht, wenn ich auf der Jagd nach sicheren Renditen bin, in der Eurozone zu bleiben, da gehe ich doch besser in den Dollarraum. Und aus meiner Sicht könnte das, was wir jetzt in den letzten Tagen beim DAX gesehen haben, der ja noch Anfang April über 18.600 war, heute unter die 18.000er Marke gefallen, ist sozusagen der Auftakt einer beendeten Liebe sein, nämlich der amerikanischen oder ausländischen Investoren in Europa. Vor allem eben auch bei dem DAX. So, das ist das Thema EZB. Kapital, das möglicher oder wahrscheinlicherweise dann aus der Eurozone rausgeht mit Schwächung des Euro, mit dann wieder steigender Inflation in der Eurozone. Ich kann die Entscheidung der EZB verstehen zwischen komplett Gesicht verlieren und eigentlich das Notwendige tun, nämlich in der Eurozone ist es wirklich notwendig, die Zinsen zu senken. Schauen wir uns den Immobilienbereich an, der total absäuft und eben diesem Mantra, das man ja lange immer faktisch befolgt hat, nämlich das zu tun, was die Fed gemacht hat. Und wenn wir jetzt diesen Sprung nach Amerika machen, dann hatte ich heute Morgen ja gesagt, also ich wäre überrascht, wenn die US-Erzeugerpreise niedriger wären als erwartet. Erwartet war zum Vormonat 0,3%, es sind geworden 0,2%, also weniger. Und auch zum Vorjahresmonat statt 2,2%, 2,1% in der Kernrate dagegen hat man die Erwartung getroffen. Kernrate also ohne Energie und Nahrung und zum Vorjahresmonat sogar übertroffen. Was ist da genau passiert? Und das ist wirklich ein Slapstick von Statistikern, die uns für dumm verkaufen wollen, aber sie suchen sich einen Bereich aus, den ja alle irgendwie wahrnehmen, nämlich Benzin. Und hier sehen wir mal, in den USA sind die Preise im Februar gestiegen, im März gestiegen für Benzin und zwar sehr, sehr deutlich um und bei jetzt 3,60 Dollar durchschnittlich pro Gallone. Und was hat das Bureau of Labor Statistics gemacht, das diese Daten erfasst? Die Preise seien um 3,6% gefallen für Benzin. Also faktisch sind die um über 6% gestiegen, aber das Statistikamt sagt, nee, die sind um 3,6% gefallen. Wie hat man das irgendwie begründet? Wir haben die mal seasonal adjusted. Wir haben saisonale Anpassungen vorgenommen. Also mit saisonalen Anpassungen kann ich so ziemlich alles machen. Das ist reiner Statistik-Hokus. Fokus und so ist aus einem Anstieg, der faktisch bei 6,3% lag, ein Rückgang von 3,6% bei den Benzinpreisen geworden. Dementsprechend sind die Zahlen in der Headline niedriger ausgefallen, weil Benzin eben da eine maßgebliche oder Energie eine maßgebliche Komponente ist. Das muss man sich mal vorstellen. Wir nehmen mal an, Sie sind amerikanischer Unternehmer, haben ein Transportunternehmen und gehen dann mit den verschiedenen LKWs, die Sie haben, zum Tanken und sagen, nee, ich zahle aber jetzt nicht den Preis, der hier an der Zapfsäule angezeigt ist, sondern ich zahle den Seasonal Adjusted Preis, gell? Und der ist einmal um und bei 10% tiefer. Das musst du doch verstehen, lieber Tankwart, ne? Dem würden wahrscheinlich die Reifen vom Auto fallen, so erstaunt wäre der. Also es ist völliger Bullshit, man kann es nicht anders sagen. Es ist Statistikmanipulation der dreisten und auch plumpen Sorte. Und jetzt haben wir also erfahren, dass die Erzeugerpreise für Güter
wo wir ja jetzt einen deutlichen Anstieg der Rohstoffpreise gesehen haben, auf breiter Front im März. Also der Anstieg von Gütern oder beziehungsweise die Erzeugerpreise für Güter seien 0,1% gefallen. Also auch da kann man sich nur in die Ecke schmeißen vor Lachen. Das Gegenteil ist faktisch der Fall. Und ich wundere mich nur, warum die Amerikaner gestern bei den CPI-Daten, also bei den Verbraucherpreisdaten, die Wahrheit erzählt haben, während sie jetzt so einen Statistikschmuh machen. Das kann mir eigentlich keiner erklären. Hier sehen wir nochmal den Unterschied zwischen dem, was der Fall ist, real der Fall ist, und dem, was die Statistikbehörde draus gemacht hat. Das ist schon Kunst, meine Damen und Herren, muss man sagen. Wir sehen das vor allem auch im Elektrizitätsbereich, also Strom. Der ist in den USA zwischen dem Zeitraum März 2021 und heute 28,2% gestiegen. Das ist ein Anstieg, wie wir ihn zuletzt in den 1970er Jahren gesehen haben. Also wir sehen, da ist durchaus im Energiebereich eine sehr, sehr große Inflationsdynamik der Fall. Und so ist es kein Wunder, dass die Kernrate, also das ohne Energie, höher ausgefallen ist als erwartet zum Vorjahresmonat, nämlich 2,4% statt 2,3%. Das ist der höchste Wert seit August letzten Jahres. Aber selbst hier die manipulierten Erzeugerpreise, nämlich durch diese Seasonal Adjustment Benzin manipulierten Preise, die sind so stark gestiegen wie seit April 2023 nicht mehr. Also selbst mit diesem Trick konnte man nicht verhindern, dass wir den höchsten Stand seit 11 Monaten bekommen haben. Und siehe da, die Anleihemärkte haben kurz darauf reagiert. Bums, Rendite nach unten. Logisch, wenn die Erzeugerpreise, von denen man annehmen musste, nachdem gestern die Inflationsdaten gezeigt hatten, Benzinpreise deutlich gestiegen, Elektrizität deutlich gestiegen, Transportkosten deutlich gestiegen, dass die eben höher ausfallen als erwartet, dann aber faktisch in der Headline zumindest niedriger ausfallen, dann ist man überrascht, und das war man auch. Deswegen die Renditen gefallen, aber dann eben auch wieder gestiegen. Jetzt 4,57%, das ist, wir sind zwischenzeitlich bei 4,59 gewesen, höher als gestern am Hoch nach dieser schwachen Anleiheauktion, die wir gesehen hatten, einer 10-jährigen US-Staatsanleihe. Und warum sind die Renditen weiter hoch? Eben weil die Inflationsdynamik weiter hoch ist in den USA. Wir haben in 36 Monaten eine Inflation über 3%. Das ist die längste Strecke seit den späten 80ern und den 90er Jahren. Und daher sagte Larry Summers, ehemaliger Finanzminister in den USA und Mitglied der US-Demokraten, also der Partei, die mit Biden den Präsidenten stellt, der sagt, wir müssen ernsthaft die Möglichkeit jetzt in Erwägung ziehen, die Zinsen nochmal anzuheben und nicht zu senken. Eine Senkung, sagt er, im Juni wäre gefährlich und würde einen ähnlichen Fehler bedeuten, wie den die Fed im Sommer 2021 gemacht hat, als Jerome Powell und andere eben gesagt haben, ach, die Inflation, die ist doch transitory, die ist doch vorübergehend. Die geht doch von selber wieder runter. Wir wissen, dass es nicht der Fall ist. Alleine in den 12 Monaten, in den letzten 12 Monaten, wenn Sie das mal anschauen, Auto Insurance, Autoversicherungen 22,2% gestiegen, Rent 5,7%, Housing deutlich gestiegen, Restaurant, Essen deutlich gestiegen. Was deflationär gewirkt hat, waren Mietwagen, Geschenke, Airfare, also Flugtickets und Gebrauchtwagen, Neuwagen, solche Geschichten. Aber wir haben sehr, sehr viel mehr Komponenten, wie Sie hier sehen, die deutlich steigen, als eben die fallen. Also der gute Larry, der hat einen Punkt, und die Inflation ist nach wie vor extrem hoch im Dienstleistungssektor. Das sehen wir hier in dieser Grafik. Die kommt jetzt aber auch im Gütersektor wieder nach oben, und das ist das Giftige. Du hast ja nach wie vor diesen Inflationsdruck im Dienstleistungssektor und kriegst jetzt neuen Druck aus dem Gütersektor, aus dem Warensektor, auch wenn wir heute von den Statistikern gehört haben, dass die Benzinpreise gefallen sind. Okay, kann man machen, muss man nicht machen, vor allem in einem Bereich, der so offenkundig ja alle interessiert, wo schnell alle bemerken, was da faktisch gespielt wird. Heute FedSpeak durch Mr. Williams, der gesagt hat, ja, wir haben noch einiges zu tun in Sachen Inflation. Aber er geht davon aus, dass die Inflation Richtung 2% geht. Echt?
Interessant, man hätte schon bemerkenswerte Fortschritte gemacht bei der Inflation, aber der Prozess, der sei ein bisschen bumpy, also ein bisschen holprig und so weiter. Also das ist natürlich wieder eine Nullaussage, die hier kommt. Und wenn wir noch in den USA sind, es werden jetzt die Steuerzahlungen fällig. Und das bedeutet, dass von Banken, US-Banken, sehr viel Geld abfließen wird, weil die Leute eben ihr Geld von der Bank abziehen, um es dann praktisch der Steuer zu geben. Also dem Konto von Finanzministerin Yellen bei der Fed, TGA, wie das genannt wird. Und das bedeutet, dass die Banken hier an Liquidität verlieren werden, relativ deutlich. Manche sagen, das ist eine echte Gefahr für die Banken. Und die Fed sollte das auch besorgt machen. Deswegen will ja die Fed zum Beispiel auch das Volumen der Bilanzreduzierung reduzieren. Also das ist vielleicht ein ganz spannender Punkt. 2019 gab es da ziemlich Stress im System. Da waren die Overnight-Finanzierungen für Banken deutlich gestiegen, die Zinsen deutlich gestiegen. Wenn wir nochmal nach Deutschland kommen, meine Damen und Herren, hier hat ja die großartige Regierungskoalition jetzt beschlossen, offenkundig, dass wir praktische Gas abstellen werden, respektive eben funktionierende Gasanlagen wieder abschalten. Das natürlich auf Termin, also nicht sofort, aber eben perspektivisch, weil man eben davon ausgeht, das grüne Wirtschaftswunder wird dafür sorgen, dass die Energie schon irgendwo daherkommt. Jetzt sagt IFO-Präsident Clemens Fuest, hier wird der Fehler wiederholt, funktionierende Anlagen abschalten zu wollen, bevor überhaupt klar ist, ob und wie neue Anlagen funktionieren. Man erträumt sich hier irgendwelche Wasserstofflösungen. Grüner Wasserstoff ist extrem teuer, unrealistisch, aber wieder mal dasselbe Muster, was wir hier erleben. Und das ist eben das, was die deutsche Wirtschaft weiter belasten wird, solange eine solche dilettantische, ideologisch geprägte Energiepolitik der Fall ist. Abschließend, meine Damen und Herren, heute mal drei Empfehlungen, aber der heutige Tag war es wert, das war spannend. Da gibt es Themen, die wirklich interessieren. Hier habe ich nochmal das Dilemma der EZB zusammengefasst. EZB-Chefin Lagarde in der Zwickmühle. Unabhängig von der Fed, das habe ich geschrieben vor der heutigen Entscheidung, aber es bringt die Gemengelage nochmal richtig auf den Punkt. Erste Empfehlung, gerne weiterempfehlen über Social Media, meine Damen und Herren. Die zweite Empfehlung hat es in sich. Wir sehen derzeit ein richtiges Goldfieber in China und zwar erstens vom Staat, der Gold kauft und vor allem kaufen auch die Konsumenten sehr, sehr viel Gold. Warum das der Fall ist, lesen Sie in diesem super spannenden Artikel, auch den gerne weiterempfehlen. Und die dritte Empfehlung ist nochmal diese Geschichte mit den Banken, der Liquidität und den Steuern. Bisschen komplex, aber richtig cool. Also diese drei Artikel bitte studieren, weil bald Wochenende ist. Die sind unter dem Video verlinkt und ich wünsche jetzt einen schönen Feierabend. Sag Servus, ciao.